Ja, liebe Interessierte an Coronaviren, aber auch am sozialen und wirtschaftlichen Leben in Deutschland. Mein Name ist Dr. Med. Johannes Naumann. Ich bin Facharzt für Hygiene und Umweltmedizin und möchte euch gerne in den nächsten Minuten meine Sicht auf die aktuelle Situation darlegen und auch gerne viele praktische Tipps geben, was an Maßnahmen sinnvoll ist und was eventuell auch unsinnig ist. Genau, warum braucht es diese Information überhaupt? Inzwischen gibt es ja fast so viele Informationen im Internet, wie es Infizierte an Coronaviren gibt. Und warum gibt es da so viele Widersprüche? Ja, das liegt daran, dass tatsächlich sich verschiedene Fachgruppen melden und dass über das Virus eben sehr wenig bekannt ist. Wir hören zum Beispiel einen täglichen Podcast von Professor Drosten, der Virologe und Laborarzt ist, wie er selber immer wieder betont, und der wirklich Herausragendes geleistet hat. Er hat diesen Virustest in kürzester Zeit entwickelt und hat ihn kostenlos allen Ländern zur Verfügung gestellt. Und ohne diese maßgebliche Arbeit wäre es viel Ärger um uns bestellt, beziehungsweise wir wüssten gar nicht, was eigentlich los ist. Also, ich werde nachher auch was Kritisches zu ihm sagen, deswegen schon am Anfang mal toll, was er da geleistet hat. Ja, wir wissen nicht genug und das ist ein Problem, dass wir damit nicht umgehen können. Dadurch kommt aus meiner Sicht es immer dazu, dass wir zu spät reagieren und dass wir eben immer unterschiedliche Auffassungen vehement vertreten sehen. Wie kann es kommen, dass wir so viel Widersprüchliches hören? Das liegt daran, dass wir die Betrachtungsweisen unterschiedlicher Fachrichtungen dargelegt bekommen. Da gibt es zum einen eben Menschen, die sozusagen sich mit der Schweinegrippe auseinandergesetzt haben und festgestellt haben, dass damals übertrieben wurde und das Ganze vor allem einem Geschäft mit Tamiflu diente und aus dieser Perspektive sehen, dass eben vielleicht einiges übertrieben ist. Es liegt auch damit zusammen, dass Menschen wahnsinnig schlecht vorausschauen können und wahnsinnig schlecht damit umgehen können, wenn Dinge passieren, die sie nicht einschätzen können. Ja, und hier kommt es jetzt dazu, warum ich meine, dass ich doch etwas beitragen will. Als Facharzt für Hygiene befasse ich mich zum einen damit bzw. darin ausgebildet, wie man Infektionsketten aufdeckt und wie man sie unterbindet, was aus meiner Sicht jetzt absolut wichtig ist. Und ich bin immer erstaunt, dass ich eben sehr viel von Virologen, Laborärzten, Infektiologen höre, aber sehr wenig von Hygieneärzten. Und tatsächlich werde ich auch darlegen, warum ich finde, dass das RKI, die bei uns zuständige Stelle, da eine sehr magere Rolle spielt und eigentlich sehr wenig beiträgt. Des Weiteren bin ich eben mit dem gemeinsamen Facharzt auch mit Umweltmedizin befasst gewesen. Und in der Umweltmedizin müssen wir Patienten betreuen und Entscheidungen für sie treffen, obwohl es sehr wenig valide Messwerte gibt und wir oft nichts wissen, sodass ich daran gewöhnt bin. Des Weiteren bin ich eben in Hygiene unter Professor Daschner ausgebildet, der, wie vielleicht einige wissen, vor Jahren einer der bekanntesten Hygieniker Deutschlands war und insbesondere dafür bekannt, dass er unkonventionell dachte und auch übertriebene Infektionsverhinderungsmaßnahmen in Frage stellen konnte. Das ist also mein Hintergrund, auf dem ich euch nun ein bisschen darlegen will, wie ich die Entwicklung sehe, bevor ich dann zu der aktuellen Situation in den praktischen Tipps komme. Wie ging alles los? Am Anfang wussten wir, dass es einen Ausbruch eines Virus in China gibt. Sehr viel mehr wussten wir nicht, auch ich nicht. Warum sah ich damals eine riesige Gefahr? Ich habe das nur deswegen geschlussfolgert, weil China, einem Land, in dem normalerweise die Wirtschaft über allem steht und es auf ein paar Tote mehr oder weniger üblicherweise nicht so ankommt, eine Millionenstadt unter Quarantäne gestellt wurde. Für mich war das ein absolutes Gefahren- und Warnsignal. Ich hätte auch gedacht, dass damit die ganze Welt in Aufruhr gerät und gewisse Maßnahmen ergreift sofort. Ein Vorteil war damals, die möglichen Infektionswege waren bekannt. China ist sehr weit weg, zu Fuß und mit dem Fahrrad kommt man da nicht so leicht hin. Das heißt, es war anzunehmen, dass die Haupteintrittspforte für die Infektion über die Flugzeugreisenden erfolgen wird. Damals aber hat man da so gut wie nichts unterbunden. Warum ist das so? Das RKI macht seine Risikoeinschätzung nicht nach der generellen Gefahr, die von etwas ausgeht, sondern nach der konkreten Gefahr, wie ein deutscher Bundesbürger sich in dem Moment infizieren kann. Und natürlich war damals die Gefahr für einen deutschen Bundesbürger, sich zu infizieren, nahezu null. War ja noch keiner da. Das heißt, das RKI lässt immer erst die Infektion zu, bevor sie das Risiko höher stuft und dann Maßnahmen ergreift.
Das ist nicht sehr schlau. Wenn man je später die Maßnahmen ergreift, desto umfassender müssen sie sein und was noch schlimmer ist, desto weniger wirken sie. Damals hätte zum Beispiel ein Einreisestopp für Flugreisende aus China erfolgen können oder zumindest, dass diese Personen 2 bis 4 Wochen Quarantäne einhalten und oder einen negativen Test auf Coronaviren nachweisen. Das Verbot hätte am besten europaweit erfolgen sollen oder eben Grenzen zu anderen europäischen Ländern, die das nicht einhalten, hätten geschlossen werden müssen oder eben mit ähnlichen Maßnahmen bedacht werden, das heißt negative Tests, Quarantäne. Das wurde damals als völlig überzogen angesehen, auch von Professor Drosten, der sich sowas nicht vorstellen konnte. Ich kenne aber zum Beispiel einen Chefarzt einer Klinik für Krebskranke, die komplementärmedizinisch arbeiten und sehr viele internationale Patienten haben, die von ihren Patienten gefordert haben, dass die 4 Wochen in Europa sich an einem sicheren Ort aufhalten müssen und erst dann kommen dürfen. Das wurde akzeptiert. Das Gleiche in größerem Maßstab hätte ich mir sehr gewünscht. Insbesondere deshalb, weil, egal wie schrecklich die Situation jetzt momentan ausschaut, sie könnte noch viel schlimmer sein. Gerade am Anfang wussten wir nicht, ob nicht 10% der Infizierten sterben. Das war nicht bekannt bzw. möglich. Und damit hätte es auch noch schlimmer sein können. China hätte auch bagatellisieren können. Das heißt, die Frage war riesig. Wir reden davon möglicherweise 8 Millionen Toten, nicht Infizierten. Und damals wurde eigentlich gar nicht reagiert. Alle konnten einreisen. Als dann anfing, die ersten Fälle bekannt wurden, das heißt, das Schlimmste war schon passiert, wir hatten uns nicht komplett geschützt, als es noch einfach war, wurden erste Maßnahmen ergriffen. Was wurde gemacht? Der Pilot sollte durchgeben und den Gesundheitsstatus der Reisenden abfragen. Das heißt, ein Chinese mit Schnupfen steigt in China ein, fliegt nach Deutschland und der Pilot fragt vorher, wer ist erkältet. Er weiß, wenn ich jetzt ja sage, ich bin erkältet, muss er sich ein Flugticket kaufen und zurück nach China fliegen. Wenn er sagt, ach, ich bin gesund, darf er einreisen. Wie würden Sie sich entscheiden, wenn Sie wichtige Geschäfte in Deutschland zu erledigen hätten als chinesischer Geschäftsmann? Die Wahrscheinlichkeit einer ehrlichen Antwort geht nach meiner Meinung gegen Null. Ein klassisches Beispiel für eine völlig unwirksame Maßnahme, die nur zur Beruhigung von wem auch immer dient, mich aber beunruhigt, weil ich denke, wer ist denn da am Werk? Des Weiteren wurden als Steigerung dann Kärtchen an die chinesischen Reisenden verteilt. Hier sollten sie darauf vermerken, wo sie überall in Deutschland mit wem Kontakt haben. Das ist prinzipiell eine sinnvolle Maßnahme, um Infektionswege darzustellen. Dabei geht man davon aus, dass Infizierte durch Deutschland reisen und man wissen will, wen sie alles anstecken. Das kann man machen. Wesentlich schlauer ist, wenn man schon meint, dass da Infizierte dabei sind, die gar nicht erst andere infizieren lassen. Also, als am Anfang der Infektionsweg klar bekannt war und relativ leicht zu unterbinden, geschah nichts. Jetzt dagegen, wo es alle haben, wir Infektionswege schon wegen den Testkapazitäten nicht mehr darstellen können, weil jeder mit jedem Kontakt hatte und noch viel weniger die Infektionsweg unterbinden können, versuchen wir das verzweifelt, indem wir das gesamte soziale und wirtschaftliche Leben in Deutschland runterfahren. Das wiederum halte ich für unsinnig. Es gibt in Deutschland einen Pandemieplan. Der wurde vor einigen Jahren erstellt und darin wurden auch Maßnahmen schon dargestellt. Es hätte also auch durchaus alles passieren können, wie es sollte. Und da werden 3 Phasen unterschieden. Das eine nennt sich Englisch Containment, Eindämmung. Das ist das, was wir am Anfang hätten machen sollen und so kläglich gescheitert ist und was wir jetzt weiterhin verzweifelt versuchen und daran scheitern werden. Die 2. Phase nennt sich Protection, Schutz. Das heißt, wir schützen die besonders Gefährdeten. Das ist nicht ganz so einfach gewesen, weil wir wissen nicht ganz genau, wer es besonders gefährdet. Auf unseres jetzigen Wissens sind es insbesondere eine riesige Gruppe, nämlich die der Älteren. Momentan kann ich nicht erkennen, dass die besonders angesprochen werden, dass die besondere Maßnahmen einhalten sollen oder dass sie besonders geschützt werden. Hier warten wir scheinbar wieder ab, bis es zu spät ist, bevor wir damit anfangen. Wenn Containment, also Unterdrückung, nicht mehr möglich ist, und ich sage mal so, das ist so,
Denn wenn ich den aktuellen Zahlen glauben darf, ist die Verdopplungszeit von 3 Tagen nicht etwa verlängert worden durch die vielen Maßnahmen, die ergriffen haben, sondern, was ich heute hörte, auf 2,5 Tage verkürzt worden. Irgendwie scheinen unsere Maßnahmen dazu fü zu führen, dass es schlimmer und nicht besser wird. Wir schließen Schulen, in denen gut ausgebildete Lehrer den Kindern alles wunderbar über Händehygiene beibringen können, auch für Gruppen, zum Beispiel auch sprachlich nicht so bewanderte Menschen in Deutschland, wie wir uns hygienisch einwandfrei verhalten können. Diese Chance vergeben wir uns. Stattdessen bilden sich überall Kleingruppen, wo die Kinder dann wieder in unterschiedlichster Zusammensetzung beisammen sind und damit ganz neue Infektionswege aufmachen, die wir nicht kontrollieren können. Das ist eine meiner möglichen Erklärungen, warum sich die Sache gerade eher zu verschlechtern scheint, statt zu bessern. Ja, kehren wir zurück zur Protection. Wenn wir alte Menschen schützen wollen, müssen wir sie informieren. Ich selbst habe eine 80-jährige Mutter, die weiterhin brav in Restaurants geht und ging, einkaufen geht, zum Arzt geht, zum Physiotherapeuten, kurzum zahlreiche soziale Kontakte pflegt und sich ganz erstaunt zeigt, wenn ich ihr sage: Also, wenn du überleben willst, mit 80 sind die Chancen zu sterben wahrscheinlich in die 50%, wenn du dich infiziert hast, dann darfst du das nicht mehr tun. Auch Enkelbesuche, Essen gehen mit den Enkeln, ist momentan nicht möglich, wenn du nicht wirklich in große Gefahr dich begeben willst. Und das ist nicht nur meine Mutter, die ich telefonisch auf dem Laufen halte, aber wer hat schon Ärzte als Söhne? Sondern ich höre es aus auch der Nachbarschaft, wo die 92-Jährige sagt: Ja, dann schicke ich ja meinen Freund, den 85-jährigen Nachbarn zum Einkaufen, oder seine Frau, die 82 ist. Dann ist ja alles geregelt. Das ist es eben nicht. Wir sollten längst einen Service aufbauen, wie wir regeln können, dass diese Leute zu Hause bleiben können oder an der frischen Luft spazieren gehen mit gehörig Abstand, aber sich nicht mitten in ein Einkaufsgetümmel begeben. Ich habe neulich im Laden auch, das heißt neulich vor 2 Tagen, eine über 60-jährige Kassiererin gesehen, die völlig ungeschützt eine ganze Schlange von Einkaufen an sich vorüberziehen lassen muss und damit in höchster Gefahr ist. Am allerschlimmsten sind natürlich Alters- und Pflegeheime. Da stellt sich die Frage: Wie können wir die schützen? Wir brauchen ja die Pflegenden, die ein- und ausgehen und dann viele Außenkontakte haben. Eine mögliche Idee wäre, dass wir diesen Angestellten deutlich mehr Geld dafür geben, dass sie zum Beispiel im Altersheim übernachten, dort essen und leben für die nächsten 4 Wochen und damit die Außenkontakte auf nahezu null heruntergefahren werden können. Denn die Infektionswelle als solches, selbst mit 10 Millionen Infizierten, wäre kein Problem, wenn nicht so viele Patienten Intensivstationen und Beatmungsgeräte brauchen würden. Jetzt wissen wir wohl, dass über 90% den Infekt ähnlich wie eine Erkältung überstehen, allerdings 10% eben mehr Maßnahmen brauchen. Bei 10 Millionen Infizierten sind halt 10%, die diese Maßnahmen brauchen. Jetzt wissen wir aber auch, und hoffentlich stimmen diese Daten, dass das vor allem bei Älteren zutrifft. Das heißt, solange sich Jüngere infizieren, macht das nichts, weil wenn wir nicht beatmungspflichtige Patienten haben, dann stört uns das nicht. Der Engpass sind die Beatmungsgeräte und Intensivbetten, nicht die Gesamtzahl der Infizierten. Die kann uns weitgehend egal sein, wenn wir das andere verhindern können. Momentan zielt aber das RKI weiter darauf, dass nur über die Reduktion der Gesamtzahl der Infizierten die Zahl der intensivpflichtigen Patienten reduziert wird. Aus meiner Sicht ein Fehlglaube, weil damit eben der Schutz nicht so stark betont wird wie die allgemeine Unterdrückung. Und Schutz ist momentan wesentlich effektiver zu führen, wenn man es denn tut, als allgemeine Unterdrückung. Ja, das ist das, was ich meine. Jetzt haben wir aber tatsächlich eine Situation, die immer spannender wird, und ich würde es mal sagen, Aktionismus-Panik von Landesregierungen. Ich wohne in Freiburg in Baden-Württemberg und wir haben am 16. März eine Landesverordnung bekommen. Was ahnen Sie, wie lange die gültig war? Einen ganzen Tag. Am 17. März kam die neue Landesverordnung zum gleichen Thema. Da fragt man sich schon, wie weit vorausschauend Experten handeln können. Jetzt sind Versammlungen ab 3 Leuten verboten, also Versammlungen allgemein. Und Versammlungen sind juristisch gesehen ab 3 Leuten, im privaten wie im öffentlichen Bereich. Für eine Versammlung wird durch den gemeinsamen Zweck definiert.
Also, gemeinsam spielen, gemeinsam kochen ist eigentlich aktuell in Baden-Württemberg im privaten wie im öffentlichen Bereich verboten. Kleine Dienstbesprechung am Morgen zu dritt, verboten. Was sie eigentlich alles verbieten, ist verrückt. Und es wird auch nichts nutzen, weil natürlich kein Mensch das umsetzen kann. Ich wohne hier mit meinen Kindern und wir sind natürlich täglich zusammen und haben gemeinsame Zwecke, wie jetzt zum Beispiel dieses Video zu erstellen. Das heißt, es macht auch sehr viel Probleme zu wissen, welchen Anordnungen kann ich folgen. Wenn solche weit über das Ziel hinausschießende Verordnungen erlassen werden, wächst für mich nicht das Vertrauen in diese Regierung, sondern es schwindet und ich kann auch gut verstehen, dass die Akzeptanz schwindet. Psychologische Effekte treten auf. Dann sagen ältere Menschen, naja, wenn das alles so verrückt ist, dann brauche ich mich ja nach gar nichts mehr zu richten. Das wiederum ist völlig falsch. Denn tatsächlich, die allgemeine soziale Distanz, die durchaus durchzuführen ist, die hilft sehr viel. Das heißt, wir versuchen tatsächlich auf freiwilliger Basis so wenig wie möglich Außenkontakte zu pflegen. Wenn wir wohin müssen, zum Beispiel zum Einkaufen, 1,5 bis 2 Meter Abstand zu halten. Wenn ich selbst das Gefühl habe, ich bin infiziert, versuche ich jemand anders zu schicken. Wenn das partout nicht gelingen sollte, trage ich einen Mundschutz, um die Infektionsgefahr gering zu halten und desinfiziere meine Hände, bevor ich irgendetwas anderes berühre. Das ist hilfreich. Wenn ich mich selber schütze, auch dann halte ich Abstand zu anderen, desinfiziere meine Hände, nachdem ich irgendetwas berührt habe, trage eventuell einen Mundschutz, weniger, weil ich dann nicht über die Atmung infiziert werde, als weil es verhindert, dass ich dann sozusagen mal eben wieder an die Nase oder in den Mund lange. Das passiert mir weniger leicht, wenn ich einen Mundschutz trage, weil dann klar ist, oh, heute ist was anders. Und solche Bewegungen passieren unterbewusst. Genau. Also, von daher, liebe Zuhörer, schaut, dass ihr nicht in diese Regierungspanik mit einstimmt, schaut aber gleichzeitig, dass ihr die Grundmaßnahmen einhaltet. Und mein Appell für mich würde an alle entscheidenden Stellen gehen. An aller Stelle steht das RKI, die anfangs aus meiner Perspektive nur Fälle gezählt haben und das Risiko immer zu spät hochstuften, hin zu mehr Protection, zu mehr Schutz der Risikobevölkerung. Sprecht die direkt an. Ja? Schickt Leute in Altersheime, die da checken, wie man die Hygiene dort verbessern kann. Besorgt Organisationsdienste, dass alte Leute nicht mehr einkaufen gehen müssen, aber trotzdem genug zu essen zu Hause haben. Gebt euch da richtig Mühe und investiert die Gelder dort hinein. Gebt das Containment nicht ganz auf, aber tut die überbordenden Maßnahmen, die die Wirtschaft völlig zerstören, deutlich runterfahren. Schaut, glaubt an die Vernunft der Leute jetzt. Ihr habt am Anfang an die Ehrlichkeit von Chinesen geglaubt, die sich sofort zurückschicken hätten lassen müssen. Vertraut lieber auf die Vernunft, wenn ihr vernünftige Maßnahmen verordnet. Genau, von daher hoffe ich, dass euch diese Informationen ein bisschen Sicherheit in diesen unsicheren Zeiten geben und wünsche für uns alle, dass wir diese doch sehr bedeutsame Krise alle gut überstehen. Vielen Dank.